Ja, also meine Empfindungen sind natürlich klar, dass es unter den gegebenen Umständen einfach das Beste daraus gemacht worden ist. Aber im Grunde genommen weiß man natürlich schon, was einem fehlt. Ne? Eine Meisterschaft zu feiern mit den Fans, mit dem Umfeld, mit den Sponsoren, natürlich in großer Menge hier in Kiel, auf dem Rathausplatz, auf dem Rathausbalkon, das fehlt einem natürlich. Und ich hoffe deswegen, dass es eine einmalige Situation war und dass wir ab der nächsten Saison wieder den Alltag hier in Kiel haben, auch anderswo, wenn es dort was zu feiern gibt, dass auch die Sportler das mit ihren Fans feiern können. Ja, also ich sag mal, das war eine große Geste auch der SG Flensburg, dass sie auch gleich die Bereitschaft erklärt haben, hier mitzumachen. Es war auch eine große Geste, dass die Flensburger, die ja als einzige noch die Möglichkeit gehabt hätten, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden wäre, vielleicht doch noch den THW Kiel abzufangen, dass sie das sehr, sehr loyal und sehr, sehr großzügig und sportlich fair hingenommen haben und dem THW Kiel gratuliert haben. Und ich glaube, das zeigt es auch, dass es abseits des Sports dann eigentlich wirklich auch sehr gemeinschaftlich und sehr kollegial zugeht und dafür eigentlich nochmal ein Kompliment auch an die Verantwortlichen der SG Flensburg-Handewitt. Ja, das war natürlich eine schwierige Entscheidung. Wir sind da sehr offen und sehr transparent mit unseren Clubmitgliedern eigentlich umgegangen. Also den Vertretern der ersten und Zweitligisten haben die, ich sag mal, die Situation auch begleitet und analysiert hin zum Lockdown und haben dann eigentlich auch nahezu einstimmig entschieden, die Saison abzubrechen. Das war für uns eigentlich alternativlos, weil wir sind natürlich im Wesentlichen darauf angewiesen, dass wir Spiele vor Zuschauern machen können, weil sonst die finanziellen Belastungen für die Clubs zu groß sind. Und das war aus zweierlei Sicht eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, der wir gerecht geworden sind. Und das war natürlich auch ein bisschen der Not gehorchend, der wirtschaftlichen Not gehorchend, dass die Clubsverantwortlichen einfach für sich gesagt haben, es macht keinen Sinn, ohne Zuschauer zu spielen. Wir können das alleine mal am Beispiel des THW dokumentieren. Für die ganze Saison erhält der THW ein Fernsehgeld, was nicht mal die Einnahme eines einzigen Spieles entspricht. Das heißt umgedreht, die Einnahme eines einzigen Spieles durch Zuschauer und andere weitere Einnahmen aus Catering ist schon größer als ein einzelnes Spiel oder als eine Fernseheinnahme. Und das dokumentiert natürlich auch, wie wichtig natürlich schon für die Clubs die Spiele vor Zuschauern sind. Ja, die Hoffnung ist natürlich immer da. Also grundsätzlich haben die Clubs sich natürlich erstmal bereit erklärt, auch eine gewisse überschaubare Anzahl von Medien- oder Geisterspielen in Kauf zu nehmen, um überhaupt wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können. Und ich glaube, das ist erstmal eine wichtige Rückmeldung, die wir aus den Clubs bekommen haben. Aber das kann sicherlich auch nur in einem überschaubaren Rahmen von 3 oder 4 Heimspielen sein. Sonst werden die Clubs existenziell in ihrer Situation natürlich bedroht sein, dass sie es wirtschaftlich nicht überstehen können. Und ja, ich habe die große Hoffnung, letztendlich liegt diese Entscheidung natürlich nicht bei uns Sportlern, bei allen Indoor-Sportlern, bei Ballsportarten, die Indoor-Sport betreiben, liegt sie nicht, sondern sie liegt im Wesentlichen in der Politik. Und dort sind wir natürlich abhängig von der weiteren Entwicklung dieser Pandemie. Das ist leider so. Also von daher sind uns natürlich ein bisschen die Hände gebunden, aber wir haben natürlich die große Hoffnung, dass in den nächsten 3, 4 Monaten da einiges in die positive Richtung laufen kann.